Und so weiter. Ihr wisst ja, wie es geht oder auch nicht. Jedenfalls, herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Spirit Tracks. Hier im, wie hieß das Teil noch gleich? Ah ja, Waldschrein des Todes. Das des Todes habe ich gerade frei von. Aber jetzt sollten wir keine Zeit verlieren, denn wir müssen immer noch Zeug suchen. Und mit Zeug meine ich Zeug. Was dachtet ihr denn? So, erstmal hier entlang. Bim, bim. Ja, Trollolol Song for the Win. Und ich bin noch immer langsam, das vergesse ich immer. Und da kommt sie auch schon, die Spinne des Todes. Und jetzt ist sie tot. Was sagst du, du Spinne? Spüre meinen. Oh, sie ist wiedergeboren. Diesmal war sie sogar ein bisschen schwerer zu besiegen. Es sieht wie dieses eine Teil aus Yu-Gi-Oh, das irgendwie mit jedem besiegten, mit jedem Mal, dass es besiegt wird, mehr Punkte bekommt. Oh, ja. Wow, what the fuck? Es ist ein riesiger Felsen. Tod, tot. Oh, knapp. Hase tot. Ach, schade. Ah, ich hab den Hasen umgebracht. Was sagst du jetzt? Oh, da ist eine. What the fuck? Da ist irgendeine Station, aber ich habe keine auf der Karte gesehen. Es ist wie die versteckten Inseln in Phantom Hourglass. Es ist das Hasenland. Oh, wie süß. Und es hängt. Naja, egal. Ah, wie süß. Das ist wirklich ein merkwürdiger Ort hier. Also ich finde ihn süß. Häschen sind knuffig. Oh, süß. Oh. Die Häschen werden ja gar nicht rot und wütend und es kommen nicht 100 Häschen auf mich zu, so wie bei den Hühnern. Aber wer ist schon Hühner? Oh, knuffig. Naja. Der ist ein bisschen zu alt, um knuffig zu sein. Willkommen im Hasenland. Hier kann man den Alltag vergessen und süße Häschen streicheln. Ja, ich denke, so redet der in echt wirklich. Das entspannt. Bist du auch hier, um den Alltag zu vergessen? Natürlich, ich hasse meinen Alltag und so. Mein Alltag besteht immer nur aus Prinzessinnen retten und allem. Ja. Du bist wirklich hier, um zu entspannen? What the fuck? Ich dachte, niemand würde jemals entspannen. Lol. Wenn du nicht ganz bei der Sache bist, könnte die Sache nach hinten losgehen. Dann könntest du dich... Dann könnte dies passieren. Es... Naja, weil ja so viel passieren kann beim Entspannen. Es könnten ja schreckliche Dinge passieren. Stellt euch vor, ihr entspannt euch. Da könnte Schreckliches mit euch zustoßen, wenn ihr nicht ganz bei der Sache seid. Willst du dich trotzdem entspannen? Überleg es dir gut. Die rote oder die blaue Pille? Klar. Ich verstehe deine Entschlossenheit. Dafür gebe ich dir das hier. Aber ich lasse dich noch immer nicht entspannen. Lalalala, du hast das Hasennetz erhalten. Es ist wie eine Mütze. Ich meine, seht euch das an. Es hat so einen Bommel und alles. Das ist doch wirklich wie ein so ein... Mützenteilens. Wintermütze, passt ja. Wo wir gerade in Schneeland aufbrechen. Natürlich muss man erstmal den Stiel oder so entfernen. Ständer. Hat Ständer gesagt. Probier es während der Fahrt aus. Oh, das habe ich schon gelesen. Warum ich dir ein Netz gebe? Das habe ich mich auch gefragt. Aber es ist doch eigentlich eine Mütze, also. Warum gehst du mir eine Mütze? Für Fische braucht man Angeln. Für Hasen braucht man Angeln. Aber für Hasen braucht man Angeln. Und für Hasen braucht man... Keine Ahnung. Hast du das verstanden? Nein. Also nochmal zum Mitschreiben. Du fängst Häschen, aber bringst sie zu mir. Und ich belohne dich dafür. Verstanden? Du Depp. Hä? Ich hab's doch immer nicht gecheckt. Ich soll irgendwie... Hä?
Also, das Netz funktioniert so. Du kannst es dir bestimmt schon denken. Während du mit der Lok unterwegs bist, wirst du hier und da einen Hasen sehen. Sie verstecken sich hinter Felsen, lock sie mit der Dampfpfeife hervor. Oder sie sind schon da und du tötest sie einfach. Und dann schieß mit der Kanone auf den Felsen, das erschreckt sie. Und dann schieß mit der Kanone auf sie und dann sind sie gestorben. Spaß, ich werde doch keine niedlichen Häschen killen. Häschen! Das Hasenspiel kann beginnen. Fang die Hasen mit dem Hasennetz. Berühre die Hasen zum richtigen Zeitpunkt, um sie einzufangen. Aber pass auf. Wenn du sie verfehlst, dann fliehen sie. Verlasse dann einfach das Areal und sie sind wieder an Ort und Stelle. So, dann geh und fang mir ein paar Hasen. Hasen. Na, Zweideutigkeit. Das sind die einzigen Hasen in dem ganzen Gebiet übrigens. Die sind alle ausgerissen. Kein Wunder bei dem offenen Tor da. Ich meine, er sollte echt einen Zaun oder so anbringen, wie in so einem Streichelzoo. Und jetzt haben die Hasen auch nichts mehr zu fressen, weil ich alles Gras abgemäht habe. Gras. Tun wir in dem Gefallen und versuchen, ein paar Hasen zu fangen. Ich mag Hasen, denn ich bin ein Mädchen. Aber ich... Also Zelda jetzt. Nicht ich. Ich mag Hasen aber auch. Hasen sind niedlich. Und ich kann mich erinnern, einen Hasen gesehen zu haben. Und zwar ist der da oben. Aber auch auf dem Weg dahin war einer. Boah, wenn ich jetzt alle Hasen sammle, die es im Moment zu finden gibt, dann... Oh, das ist schon einer. Tot! Boah, das Hasen-Minispiel. Like a boss. Ach, der Typ heißt Husko, so wie Husky. Nur Has, Hasko. Kohas. Kohäsion. Du hast einen Waldhasen gefangen. Es ist super schön, dass du ihn gefangen hast und so. La la la. Schneller. Schneller. Auf zum Waldtempel. Es ist sehr wichtig, dass wir sofort zum Waldtempel fahren. Denn wenn wir nicht sofort zum Waldtempel fahren, dann kriegen wir nicht den Stempel, den es dort gibt, und auch nicht den Hasen, den es dort gibt. Deswegen, Speedtag! Oh, falsche Taste. Speedtag! Und jetzt kommt sicher gleich eine Spinne. Na? Na? Ich wusste es. Ah, das war knapp. Ich bin eben der Pro der Pros und alles mögliche Spaß. Wo ist er denn? Da ist er ja. Tot! Like a boss, noch einmal. Ich hoffe, das wird nicht schwerer, denn da bin ich extrem gut. Oh ja, like a boss. Oh ja, ja. Ich glaube, die sind noch einfach, weil sie die ersten sind und so. Hehehe. Der Waldtempel. Wir waren zwar schon einmal da, aber es wird Zeit für ein Déjà-vu. Spaß. Für einen erneuten Besuch. Besuch, 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 Besuch. Oh ja. Denn hier gibt es ein bestimmtes Areal, wo es einen komischen Stempel gibt. Und den haben wir damals nicht bekommen können, weil wir cool waren. Nicht cool waren. Lolololo. 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 Ein Stempel. Und du hast nicht kein Stempelbuch. Oh mein Gott, dieser Ausdruck war so kompliziert. Trollololo. Oh ja, das sieht gut aus. Ich mag die Stempel von den Tempeln am meisten. Die sind immer so episch. Vor allem der Deko-Baumstempel. Lalalala. Und das war's auch schon mit unserem Waldtempelbesuch. Tschüss, Waldtempel. Ahaha, vorher noch eine Eingeweide klauen. Oh, what the fuck. Ich habe eine Bienenlarve erhalten. Yay, ich bin glücklich. Ich habe eine Bienenlarve. Was soll ich damit? Auf geht's, Zelda. Auf geht's, Zelda. Klingelingeling. Klingelingeling. La 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 la.
Das wär's dann erstmal. Jetzt können wir uns endlich aufmachen in das Schneeland. Jodler, hihi, aha. Ja, random Jodler, ich weiß. Och nee, der Stein mit dem Hasen ist weg. Ich bin zutiefst bestürzt. Ja, mach schneller. Lala, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll, außer hier geht sicher auch mal einen Weg lang. Upsala, da ist ja eine Spinne. Ah, Lucky Boss getroffen. Menno, wenn ich zu oft Lucky Boss sage, dann wird es irgendwie langweilig. Vor allem, wenn ich nicht fehle. Los, fehle, kommt. Wow, wow. Ah, schnelle Musik ist cool, aber das langsame Werden ist scheiße. Hallo Hasenfarm. Müssen wir den Hasen eigentlich bringen? Weil ja, irgendwer hat ja gesagt, bring ihn zu Hasko oder so. Ah, nimm diese 10 Rubine. Hey, danke. Wenn du 5 Hasen fängst, gebe ich dir etwas. Na bitte, ich meine 10. Oder waren es 10 oder 5? Ich glaube, es waren 5. Ja, komm. Lass uns aufbrechen in das Schneelande des Todes. Shiroyuki. Für alle, die das Japanisch nicht mächtig sind, das ist Japanisch schwarz gedacht und bedeutet weißer Genie. Oh, ich sehe es. So wie diese einen komischen... Boah, wie hießen die? Tropiale oder so. Biotop oder so. Irgendwas. Auf jeden Fall war das in Minecraft und auf einmal kommt voll das andere Wetter und so. Das habe ich mal gesehen. Eigentlich spiele ich nicht so Minecraft. Eigentlich mal ein bisschen mal, aber egal. Ihr werdet sterben. Jetzt werdet ihr mir nichts mehr sagen können, ihr Bullies. Bullies. Tot. Yay, beinahe geschafft. Oh, seht ihr das? Auf einmal hört der Wald auf und das schöne weiße Schneegebiet beginnt. Ist das nicht nett und so? Na, vor allem, weil wir gar nicht den Weg da nach vorn fahren können, weil gleich nämlich die Strecke aus ist. Ja. La. Ja. Na, endlich. Oh. Das Schneetal. Es ist wunderschön. Sieh mal Schnee. Ich habe lange keinen mehr gesehen. Oh. Ach, das ist eine andere Melodie. Wie geil. Aber ihr seid jetzt dran. Oh, ist das nicht alles super wundervoll und so? Ah, ich mag diese Musik. La. Da vorne ist etwas. Oh, es ist nur der Turm. Naja, egal. Oh, ich sollte vielleicht etwas beschleunigen, denn sonst... Ja. Oh, ein Schneehase, ein Schneehase, ein Schneehase. Der ist ja schwarz. Ich hätte Schneehasen eher weiß in Erinnerung. Nicht so gut wie beim ersten, bei den ersten beiden Malen, aber immer noch. Gut, denn wir haben ihn erwischt. Und es ist. Oh, wisst ihr, was das ist, Leute? Ich auch nicht, aber wir werden es ja gleich erfahren. Es ist das... Anuki-Dorf. Ach, wie kann ich mich noch erinnern? Zeldnog und ich in dem am schlechtesten bewerteten Part, außer dem ersten, von Phantom Hourglass, weil wir 100-mal darüber geredet haben, wer der Lügner in Phantom Hourglass ist. Ha, das waren noch Zeiten. Ist das kalt, aber ohne Körper bilde ich mir das wohl nur ein. Ohne Körper hat sie auch keine Kleidung, die sie anziehen kann, also ist es nur logisch, dass ihr kalt ist.
Na, hören wir uns mal nach dem Aufenthaltsort des Locomo. Das machen wir, aber erst im nächsten Part, denn ich werde euch hier super am Cliffhanger hängen lassen, weil ihr dann nicht wisst, wie es im Gorondorf aussieht, Anuki-Dorf aussieht. Ja, ich bin irgendwie gerade sehr verwirrt und so. Deswegen... Oh, ein Briefkasten. Es ist ein Briefkasten. Oh. Naja. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich erst 15 Minuten aufgenommen habe, also geht's doch noch weiter. Tut mir leid, Leute, ich habe kein Zeitgefühl. Oh, ist das nicht schön. Es ist das Anuki-Dorf. Und diese Information ist so unwichtig, das braucht echt keiner. Lol, das ist das erste Mal, dass in einem Dorf wirklich Gegner gibt. Aber das ist so ein Eisschleim. Yeah, ich mag die. Die sind so schön. Bewahren immer einen kühlen Kopf. Oh, what the fuck? What the? Das, die sind wie die aus Ding. Ocarina of Time, diese Hunde. Wölfe meine ich. Ah, das sind irgendwie Huskies, oder? Boah, die sind so. Boah. Ich bin bestürzt. Ich muss gegen so starke Gegner kämpfen. Und ich muss die niedlichen Wölfe abschlachten. Nur weil sie böse sind. Oh. Ich mag das nicht, wenn ich so kreischen am Schluss. Da werde ich immer ganz sentimental. Mama, Mama. Naja. Wo geht's jetzt eigentlich hin? Ja, genau. Wahrscheinlich wieder zum Häuptling. Da geht's irgendwie immer hin. Wenn man irgendwas tun muss in einem Dorf, geht's immer zum Häuptling. Oh! Es ist ein Lied! Da, 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 da. Es fliegt. Es fliegt, es fliegt, es fliegt, es fliegt. Ein Schatzsucherlied. Spiele es, um verborgene Objekte zu entdecken. Sieh es dir gleich in deiner Sammlung an. Trollolol. Es ist das rote Elixier. Yay. Trinke es, um 6 Herzen aufzufüllen. Jetzt habe ich 2 rote Elixiere, auch nicht schlecht. Und warum blinkt dieser komische Brief? Ach nee, ich dachte, ich hätte den schon im letzten Part vorgelesen. Aber ich habe den auch so oft aufgenommen, ich weiß das gar nicht mehr. Ach ja, genau. Ah ja, neu aufgenommen, weil mir der Safe leer geworden... Nicht neu aufgenommen, aber neu gespielt, weil der Safe verschwunden ist und so. Lass mich raten, du bist die Nichte, der Häuptling. Ja, bitte, sag es mir. Dann sag mir, warum der Chef wieder reden sollte. Ach, vergiss es, du Noob. Oh, der Bürgermeister lebt in der Hütte ganz oben. So hat er einen guten Blick über das Dorf, das er regiert. Die ganzen 6 Hütten. Die magische Zahl 6. Ach, es ist ein Häuptling. Aber ich glaube, jetzt haben wir die vorgeschriebenen 20 Minuten erreicht. Ich wollte nicht bei 15 aufhören, obwohl ich das dachte. Wenn du nach dem Chef des Dorfes suchst, bist du hier richtig.